Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Es gab ein kleines Problem mit der Wiimote, deswegen wurde jetzt die Sequenz übersprungen. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir... Wir starten mal den Ansatz neu, einen Moment. Weil dadurch habe ich dann nämlich nur Speicherpunkt neuladen gedrückt. Wow, dauert das lange, ey, holy shit. Ja, nee, schade. Es gab so eine kleine Zwischensequenz, wo dann hier das nochmal, dieser Bereich gezeigt wurde. Also nichts Wildes, aber ich hätte es halt gern gezeigt. Schade. Hey, was machst du hier? Naja, was soll's. Na warte, Freundchen. Wenn der Gegner einen sehr starken Hieb ausführt, versuche nicht zu parieren. Alles klar. Ja, mit Baseballschläger, Alter. Aua. Aua. Vor allem was... Warum macht er... Aua, scheiße. Warum... Nein. Scheiße. Ich möchte mal kontern, um zu zeigen, ob... Mann, lass es doch. Komm, jetzt mach vernünftig. Okay, wir können seine Klinge... Beziehungsweise seinen Baseballschläger in dem Fall... immer noch nicht zerstören. Schade. Und ich fand es gerade auch ziemlich bescheuert, dass... dass sein Baseballschläger Schwertgeräusche gemacht hat. Naja, gut. Na gut. Im Spiel sei es mal zu verzeihen. Immerhin. Und er ist weg. Immerhin hat das Spiel andere geile Sachen trotzdem noch zu bieten. Wie halt eben die Sounddetails, die ich im ersten Part schon gezeigt habe. Und halt auch die mega geile Musik. Die wir jetzt schon mehrfach gehört haben. Ich sollte heiße japanische Schlitten reparieren und keine Waffen nach Japan schmuggeln. Mhm. Beschweren Sie sich beim Boss, der belädt gerade die LKW im Lager. Nein, danke. Die haben hier eine komische Art, Leute zu feuern. Ich würde mir aber gerne nochmal die Geisel ansehen. Scharfes Mädel, was? Unsere Freundin? Wahrscheinlich. Wie hieß sie nochmal? Mio? Ich glaube Mio. Ich hocke hier direkt vor denen. Ihr wollt mich... Wollt mir erzählen, die sehen mich nicht, oder was? Ja, okay. So viel dazu. genau auf der anderen Seite. Oder? Hä? Bin ich gerade blöd? Ah nee, die können ja durchschießen, ne? Ja, okay. Ja, komm, wie ungenau ist die Knarre denn bitte? Und schwach vor allem. Komm, zeig dich. Zack, Headshot. Wenn er sich nicht zeigen will, dann schieße ich halt an der Säule vorbei. Was zum... Ich dachte, er wäre tot und wird nur rumbaggen. Ja, okay. Boah, Alter. Cool, ein Revolver. Ja, let's go. Den krallen wir uns direkt. Neuen Muni nochmal aufgenommen. Und hier liegt nochmal neun Liegen. Nochmal neun Schuss für den Revolver. Und ein paar Ozis und eine Shotgun, aber ja, die interessieren uns nicht. Wir haben ja die krasse Shotgun, diese hier. Können wir später nochmal benutzen, wenn es dann nochmal zu so einem richtig krassen Feuergefecht kommt. Okay, dann machen wir das. Hä? Ich dachte, die sterben nach einem Schuss. Boah, bin ich gerade schlecht. Okay, let's go. Zack, nice.
Sag mal, haben die den an den Revolver auf Wish bestellt oder was? Was ist das? Warum sterben die erst nach 2 Schüssen? Oder ist das jetzt, weil das stärkere Gegner sind? Ja, an der Entfernung lag es auch nicht. Ja, okay. Anscheinend sind das einfach nur stärkere Gegner quasi. Die halt mehr Schüsse brauchen, bis sie umfallen. Na gut. Schauen wir uns erstmal hier oben um, oder? Nein. Wir müssen direkt runter. Dann tun wir das. Und betätigen das Ding hier. Ja, nice, schön. Schon durch diese komische Holzfassade da abgeschossen, den Jungen. Ah, damit kommen wir dann rüber. Ja, okay. Können wir uns hier irgendwie hochschießen? Nee, aber wir können hier legit hochspringen anscheinend. Hallo? Ja, okay, so. Boah, ich will das gerade schaffen irgendwie. Einen Moment. Oh, jawoll, schön. Ich dachte, es reicht ganz knapp nicht. Aber doch. Sag mal, teleportier dich halt. Drecksau, ey. So, nehmen wir die Uzi. Im Revolver ist nichts mehr drin. Da unten wäre noch ein Revolver gewesen, aber scheiß drauf. Aktuelles Einsatzziel erreicht. Hier geht's raus. Und hier gibt's nochmal einen Bonusraum. Sehr nice. Und richtig fett Munition für das Type 12. Holy shit. Okay, dann benutzen wir das jetzt. Wir haben 120 Schuss. Dürfte locker reichen. Ja, Mio. Mio heißt sie. Vermeide sehr intensive Angriffe zu parieren, da sie immer Schaden anrichten. Versuche ihnen auszuweichen. Du kannst die Empfindlichkeit, mit der das Schwert auf deine Bewegung reagiert, im Optionsmenü festlegen. Plus das deiner Wii-Fernbedienung. Um einen Gegner zu fokussieren, ziele auf ihn, drücke A. Ja, und den vierten Tipp konnte ich nicht mehr lesen. Ich hab schon versucht, so schnell wie es geht zu lesen. Ich hab das blöde Ding im Spind vergessen. Ja, okay. Dann schauen wir uns mal die Spinde an. Das explosive Fässer. Hier dran vorbeischleichen. Nein. Alter. Hä? Ah, doch. Okay, let's go. Holy shit, hier kann alles explodieren. Wahrscheinlich auch dieses Ding, ne? Ja, Mann. Wir müssen da echt aufpassen, wo wir hinlaufen. Da unten ist noch jemand. Zack, auch ausgeschalten. Sehr schön. Und direkt nachladen. Wo? Da oben? Ja, da oben. Zack, der ist weg. Ich glaube, da war noch einer in der Tür. Wir kümmern uns erstmal um den hier. Nice. Schön auf Distanz immer Uzi benutzen. Also auf jeden Fall keine Shotgun, besser gesagt. Okay, was gibt's hier noch? Ah, Revolver. Na, nee. Ich glaube, ich gehe mal mit der normalen Pistole. Let's go. Und dafür gibt es zum Glück auch vernünftig Munition, dass es sich lohnt, die aufzunehmen. Weil wenn es da nur irgendwie 10 Schuss für geben würde, dann würde man natürlich eher den Revolver nehmen. Mit, keine Ahnung, 9 Schuss oder so. Okay. Ich bin weg. Na gut. Dann hau rein.
Speicherpunkt. Gibt's jetzt hier nochmal einen Schusswechsel? Was zur Hölle? Ja. Ja, komm. Rennt alle da schön oben rein. Boom, Alter. Holy shit. Alter. Das hat einen richtig kranken Knall gegeben. Und auch hier der Rauch, oder? Schön. Also ich finde die Explosion und den Rauch finde ich schön gemacht. Ich habe immer noch nicht genau, das ist so ein Ding, was ich auch nachschauen wollte. Wann das Spiel rauskam. Das wollte ich nachschauen. Ah, RIP. Habe ich auch vergessen. Aber sage ich dann im nächsten Part, weil die Wii-Ära, wie schon mehrmals gesagt, ist das hier ein ganz starkes Ding. Natürlich, ich hab's nochmal nachbearbeiten lassen. Mit Upscaling und einem besseren 3D-Rendering, damit die Modelle, also damit vor allem die Charaktermodelle schärfer sind und die Kanten besser geglättet werden. Damit das hier nicht so pixelig wirkt. Das Ragdoll, Alter, geil. Oh Mann, ey, schön. Aber ich glaube, damals, als ich das gespielt habe, war es auch gar nicht so bad, die Grafik. Lebt der immer noch? Ne, ich glaube nicht. Okay. Wenn er drunter steht und das Ding runter macht, was passiert dann? Stirbt man dann? Oh, lass mal die Dinger hier. Nein. Hat immer noch gelebt, ey. Holy fuck. Moment, können wir das nochmal aktivieren? Hä? Das orangene Auto wurde runter gemacht? Ach so, nein, rechts macht das. Ja, okay, okay, okay. Ja, macht Sinn. Dumm. Okay. Hier nochmal eine leichte Weste. Ein Revolver. Ballkabinett, okay. Und hier kommen wir dann durch. Teste verschiedene Kamerasteuerungsempfindlichkeiten, indem du das Optionsmenü aufrufst. Plus-Knopf an der Wii-Fernbedienung. Ja, habe ich gemacht. Und da habe ich gesehen, dass die langsame Kamerabewegung am besten ist. Zumindest für mich jetzt. Ich glaube, das ist auch fürs Let's Play angenehmer. Dann schwingt das nicht die ganze Zeit so hin und her. Oh, der hat eine krasse Knarre. Dem sollten wir uns in Acht nehmen. Das ist nochmal eine leichte Schussweste. Man kann... Die Ska... Ja, 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 stimmt, 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 stimmt. Das war die andere große Knarre. Nee, 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 nee. Aufhören. Geil. Aua. Nein. So, jetzt. Oh, das geht gleich in die Luft, glaube ich. Ja, ihr habt mich doch angegriffen. Beziehungsweise meine Freundin entführt. Okay. Okay, sehr schön. Oh, da ist er. Nein, 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 nein. Ey, 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 ey. Stopp, 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 stopp. Verrecken will ich hier nicht.
Gut. Ihr zwar auch nicht, aber ihr seid nur Nebencharaktere. Sorry dafür. Moment. Laden nochmal nach, dann können wir das hier aufnehmen. Und dann spielen wir die Schrotze weiter, denke ich. Obwohl, wenn jetzt die ganze Zeit Ska gespammt wird, denke, dann benutzen wir auch die Ska weiterhin. Können wir? Das Red Dot können wir nicht vernünftig benutzen, aber na gut. Na gut, dann eben nicht. Wo geht's denn hier jetzt weiter? Da drüben. Deaktiviere das Sicherheitssystem, um die Lagerhaustür zu öffnen. Okay. Hier geht's nicht rein. Dann halt hier drüben. Ja, okay. Da, da ist der Schalter. Okay, let's go. Speicherpunkt. Wir können uns hier erstmal schön verstecken. Und haben ja auch genug Mund. Sag mal. Dann gehen wir. Hallo? Geh da rein, verdammt nochmal. Er will da nicht rein. Er will einfach eiskalt nicht. Ja, dann scheiß drauf. Hä? Wäre gern reingegangen. Um den dann direkt von da drin erstmal schön einzuheizen, aber dann halt nicht. Hä? Boah, das finde ich so ätzend mit diesen Anzeigen. Mit den Rechts- und Links-Anzeigen. Weil das immer, denn, keine Ahnung, das tut immer so, als wären die außerhalb des Bildschirms, obwohl sie das einfach meist nie sind. Okay. Sehr schön. Immer schön nachladen, nicht vergessen. Nein, der erste Tod. Ja, letzten Speicherpunkt laden. Ach Mann, ey. Weil der Spacken jetzt wirklich außerhalb des Bildschirms war. Müssen wir die Scheiße nochmal neu machen, oder was? Ja, super. Wir wären fast am Ende gewesen. So ein Scheißdreck, Alter. Aber wir haben unsere Weste zumindest wieder. Okay, nice. Schönes Ding. Okay. Sehr gut gemacht. Kommen da mehr Leute? Nö. Aber hier drüben. Hier drüben. Okay, der hat sich an dem Fenster anscheinend schon positioniert. Okay, zwei auf einmal. Okay, schön. Wo? Da oder nicht? Wir laden erstmal nach. Einen Moment. Ja, spawnen die da einfach rein oder was? Ich glaube, das war eben auch das Problem. Ich stelle mich jetzt hier hin. Dann habe ich hier alles schön im Blick. Ich denke, jetzt kann ich weiter.
links noch einer oder wurde er schon wieder falsch angezeigt? Sehr still hier, ey. Holy shit. Ich hätte gern ein bisschen Musik eigentlich. Okay, den unten haben wir hoffentlich. Okay, den oben haben wir. War's das? Ich glaube, das hier ist mit die schwerste Passage im Spiel. Nicht wirklich, weil es schwer ist, sondern weil das einfach... Keine Ahnung, ich bin das komisch geregelt oder komisch gelöst hier. Wie No Smoking. Da muss ich meinen Anzug ausziehen. So ein uralter Joke. Ich damals, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, zu meinem Vater gesagt. Und weiß gar nicht, ich glaube, ich hab den sogar, ich bin selber da drauf gekommen, ohne dass ich den, ja, hier geht's weiter, ohne dass ich den schon mal irgendwo vorher gehört habe. Ich meine, klar, das ist obvious, dass jemand vor mir den schon mal gebracht hat. Aber er war nicht kopiert, sag ich mal. Boah, wie viel Scar-Munition hier ist, ey, holy shit. Okay. Lagerhaustür geöffnet. Und jetzt müssen wir... Ja, okay. Jetzt müssen wir, denke ich mal, zurück. Oder zumindest runter. Wir hätten ja auch durch das Fenster steigen können. Oh, aber hier sind wir richtig. Endlich ein würdiger Gegner. Ja. Aber du brauchst wohl eine Schwertkampflektion von einem echten Profi. Ja, meinst du? Dann schauen wir mal, würde ich sagen, ne? Während des Ausweichens greife mit dem Nunchuck an, um das Schwert des Gegners zu beschädigen. Tipp, das Parieren starker Angriffe könnte dein Schwert beschädigen. Also vorsichtig, okay. Okay, nice. Schönes Ding. Wie macht man das denn? Also direkt schwingen. Okay, nice. Aber irgendwie will's manchmal nicht. Ah, so, jetzt geht's. 50 Respects. Alles klar. Ja, schönes Ding. Geht's jetzt hier direkt weiter? Ah ja, ja, das war vorher zu, ne? Yo. Ich finde es auch schade, dass man nicht rennen kann. Ich würde gerne rennen. Aber es geht nicht. Geht nicht. Speicherpunkt. Schon wieder. Bleib stehen, geht's raus. Jetzt wird abgerechnet. Schon wieder einen Schwertkampf. Und er hat ein Rohr. Okay. Netter Versuch. Was heißt hier netter Versuch? Ja, also ganz kaputt ist dein komisches Rohr noch nicht. Klar. Aber es wird so langsam. Ja, ja. Das will niemand. 100 Respects. Ja, alles klar. Ich mag diese Schwertkampfeinlagen, die sind cool. Oh, und hier sind wir jetzt wieder direkt am Anfang, oder was? Müssen wir auch wirklich zum Anfang hinlaufen? Ach, Moment. Nee. Wo geht's hier weiter? Lagerhaus. Boah, war das das hier? Ja, stimmt. Die Doppeltür war vorher verschlossen, ne? Ja, okay. Okay. Da war ich gerade für einen kurzen Moment sehr dumm.
Mit der Waffe in deiner linken Hand kannst du das Schwert deines Gegners zerbrechen. Benutze es, um nach einem erfolgreichen Ausweichen zurückzuschlagen oder wenn dein Gegner aus dem Gleichgewicht ist. Dies ist besonders bei starken Gegnern von großem Nutzen. Zeit für Entscheidungen, sobald sich deine... Ja, okay. Können wir ihn killen oder verschonen? Alles klar. Triff dich mit Mio im Büro des Vorarbeiters. Hier können wir nicht durch. Ach. Ja, wow. Dafür wurde jetzt... Ich wiederhole, haltet bloß die Augen auf. Dafür wurde jetzt hier geladen. Wieder eine Weste, schön. Wir sind komplett voll. Oh, Alter. Der Part wird lang. Der Part wird lang. Das ist ein langer Level. Da muss ich mal schauen, ob die Level generell so lang sind im späteren Spielverlauf. Okay. Ja, so ist in Ordnung, aber reinzoomen lassen wir, glaube ich. Ja, komm, können wir nicht... Als ob wir nicht durch den Boden schießen können. Da sind richtig dicke Lücken zwischen. Okay, nice. Den haben wir. Ich finde dich. Gibt's nicht zum Finden. Ich stehe direkt hier. So, okay, der ist down. Und ja, wenn die Level generell so lang sind im späteren Spielverlauf, dann müssen wir die Parts tatsächlich dann im Level beenden, damit die nicht allzu lang werden. Mach dich ab. Hä? Zum Teufel? Das Mio? Mach das scheiß Licht aus. Okay, nice. Kurz verstecken. Licht ausschalten. Nee, das bezweifle ich. Alter, ne? Holy shit. Unsere Ska ist fast leer. Fast keine Mund. Du hast keine Muni mehr, aber das war's. Du, jo. Halt die Klappe. Und du, stirb. Okay. War tatsächlich Mio. Halte Ryuichi auf und rette Mio. Ah, da drüben. Ja. Hilfe wäre ganz gut. Aber es sind keine mehr da, um dir zu helfen. Wie gechillt er geht. Er so, ja, meine Freundin wird gerade entführt. Aber scheiß drauf. Wir gehen hier entspannt her. Scott, bitte rette mich. Verabschiede dich, Kaiji. Okay. Hau rein, Mio. Da unten ist er. Bitte, Schatz, hilf mir. Oh, bitte, lass mich, du Irrer. Er weiß bestimmt, wo Sato ist. Schnappt ihn euch. Tut ihm weh. Foltert ihn. Mich interessiert nur seine Zunge. Dann bringt ihr mir die Informationen. Ich warte am Frachtterminal. Ja, ja, ich arbeite dran. Nur kein Stress. Lassen die alles hier hochgehen oder was? Oder, nee, macht auch keinen Sinn. Der will doch, dass ich rede. Hau ab. Hau ab. Nerv mich jetzt nicht. Zack, zack. Zack und zack. Ah, fast.
Zack und zack. Und komm schon. Aua. Weg mit dir. Let's go. 100 Respektpunkte. Da rein geht's. Ziel erreicht. Extreme Wheels präsentiert. Alles klar, damit ist der Level abgeschlossen. Wir haben das Ding in einer halben Stunde durchgespielt und 300 Respektpunkte verdient. Nicht schlecht. Und ja, dann schauen wir mal, was uns im nächsten Part zu erwarten wird. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst. Und ciao.